In Wena ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Sie bestätigte am Sonntag, dass ein tatverdächtiger Mann in Polizeigewahrsam sei. Die Tat soll sich gegen Mitternacht ereignet haben. Die Polizei war bis in die frühen Morgenstunden am Tatort, um Beweise zu sichern. Informationen zum Opfer, zum Tatverdächtigen oder zu den Hintergründen der Tat gaben die Behörden nicht bekannt.